Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, wir ziehen heute um und zwar geht es für uns heute ins Sommerhaus für die nächsten 3 Wochen. Auf der einen Seite freue ich mich natürlich, auf der anderen Seite habe ich gar keine Lust. Ich bin so fertig, die letzten Tage waren so stressig. Ja, und dann habe ich gestern auf Instagram eine Story gemacht, habe so erzählt, was die letzte Zeit hier los war mit dem Krankenhaus, mit dem Opa. Wir waren gestern auch wieder im Krankenhaus, 2 Tage davor auch. Also wir gehen ja mehrmals ins Krankenhaus, aber es gibt auf jeden Fall jetzt eine sehr gute Nachricht. Er wurde nach 27 Tagen auf der Intensivstation jetzt auf die normale Station verlegt. Und er reagiert auch langsam so ein bisschen auf uns, also es wird auf jeden Fall besser. Er lag ja eine Woche im künstlichen Koma und jetzt hat er so 3 Wochen, ist er am Aufwachen und es wird jetzt so ein Wach- oder Aufwachkoma, so ein Mittelding halt, das ist halt ganz schwer zu beschreiben. Und jetzt so langsam, also tut sich da ein bisschen was, es wird jetzt ein bisschen besser, also er hat uns auf jeden Fall jetzt erkannt. Er ist rechtzeitig gelähmt, kann aber mit der linken Hand kann er zudrücken und er schaut uns sogar an. Und das war vor ein paar Tagen noch gar nicht möglich. Da sah es noch ganz, ganz schlimm aus. Das sind auf jeden Fall super gute Neuigkeiten. Ja, auf jeden Fall habe ich das gestern schon auf Instagram erzählt, dass wir halt ins Krankenhaus fahren und was so die letzten Tage los war. Und dass ich noch gar nichts gepackt habe, weil wir 3 Wochen weggehen. Dann hat eine geschrieben, du brauchst ja nicht viel, was hat sie geschrieben, ein paar Bikini, ein paar Kleidchen und Unterwäsche, glaube ich. Ja, dem ist leider nicht so, weil ich habe so viel, was mit muss. Wir fahren ja nicht einfach in Urlaub, sage ich mal, dass wir eine Woche jetzt oder 2 oder 3 Wochen Urlaub machen, in Hotel oder in Ferienhaus und müssen da nichts machen. Nee, wir arbeiten ja weiter und dann habe ich so viel, was mit muss. Also ich habe jetzt hier mal angefangen, ein paar Sachen eben zurechtzulegen. Es muss mit meinem Notebook natürlich, ein paar Unterlagen, die ich halt zum Arbeiten brauche. Wir müssen Video-Equipment, also ein Stativ mitnehmen, wahrscheinlich eine Beleuchtung, damit wir auch weiter Videos drehen können. Festplatten müssen mit, das liegt jetzt alles hier rum. Ja, jetzt habe ich hier mal ein Schwammbett lang, gut, sowas ist dann auch da. Meine Unterwäsche, noch ein Bikini eingepackt. Jetzt habe ich hier so ein paar einfache Kleidchen, die werde ich jetzt alle, die braucht man Gott sei Dank nicht bügeln, die sind total gut, waschen, aufhängen und direkt wieder anziehen. Die verknuddeln nicht so sehr, die schmeiße ich mal mit rein. Dann habe ich ja diese Kleider hier, da habe ich 3 Stück in verschiedenen Farben von. Die sind auch so, wenn man die nur auf 600 Umdrehungen zum Beispiel schleudert, dann kann man die super aufhängen und braucht die gar nicht bügeln und kann die direkt wieder anziehen. Die hängen nun mal auf dem Bügel, aber die packe ich jetzt auch mal mit in die Kiste. Nachthemd, einen kurzen Schlafanzug, ja, solche Sachen. Dann, ich kann euch ja einfach mal umdrehen, dann zeige ich euch mal, was ich hier gepackt habe. Und dann geht es natürlich unten weiter. Ich hole ganz viel an Geräte mit. Ich nehme auf jeden Fall meinen Küchenroboter mit, weil ich den wirklich, jetzt seit ich ihn habe, jeden Tag nutze. Und ich habe auch vor, für euch dann ein paar Videos noch abzudrehen, ein paar Rezepte endlich mal. Ich hoffe, dass ich dann da mal dazu komme. Obwohl ich ziemlich eingebunden bin, immer noch mit diesem Krankenhaus natürlich, was mich sehr schlaucht und alles. Und dann gibt es jetzt auch einige Sachen, Schriftverkehr, was mit der Krankenkasse geklärt werden muss, mit der Pflegeversicherung. Ja, da muss ich mich drum kümmern. Die Oma ist 85 Jahre alt, die kann das halt nicht. Ja, und die hat halt hier niemanden außer mir. Eine Tochter, die war ja, als das passiert ist, dann die ersten paar Tage, weil ich glaube 4 oder 5 Tage war die, glaube ich, hier. Und musste dann natürlich wieder zurück. Die bekommt keinen Urlaub, hat auch noch einen kranken Mann zu Hause. Das ist alles gerade ein bisschen chaotisch. Ja, und jetzt bleiben halt nur noch ich übrig und Carsten halt, die halt die Oma unterstützen können. Naja, ich drehe euch mal um und zeige euch mal, was ich so alles einpacke. Ja, hier habe ich jetzt erstmal ein paar Blätter. Dann habe ich noch Rechnungen, die bezahlt werden. So ein paar weiße Blätter, so ein Schreibbrett. Dann Kalender und so ein paar Sachen, die ich halt zum Arbeiten brauche. So ein paar Notizen habe ich da. Dann habe ich natürlich hier, was alles mit muss, meine ganzen Nahrungsergänzungsmittel von Chlorophyll. Da habe ich ja einige, die ich da einnehme. Da habe ich meinen Zettel, da steht genau drauf, wann ich was immer einnehme. Das muss mit, also eine ganze Kiste fast. Das sind alles hier, fast alles Nahrungsergänzungsmittel. Dann nehme ich noch so ein Aloe Vera Gel mit 99%iges. Vielleicht nah am Sonnen, dass ich sowas mal benutze. Das ist auf jeden Fall ohne irgendwelche Zusätze oder so, ist wirklich sehr gut.
Dann Kokosöl, das habe ich mir mal aus Deutschland mitbringen lassen. Ein paar Stück gibt es mittlerweile hier auch Bio-Kokosöl, aber damals gab es hier noch kein Bio-Kokosöl. Mittlerweile hat der Lidl das auch. Das nehme ich für die Haut zum Einreiben auch. Ich nehme es auch zum Kochen, aber zum Kochen habe ich ein neues jetzt. Dann habe ich meine Haarbürste, dann hier so ein kleines Mini-Stativ, auf das ich euch dann schon mal beim Filmen draufsetze. Meine Kosmetiktasche, meine Zahncreme. Ja, so. Dann natürlich diese die hier solche zum Zähne reinigen. Die Sticks darf man nicht vergessen. Superfloss für unter meinen Brücken sauber zu machen. Ja, was man also denken muss. Dann habe ich hier so ein ganz tolles Hautpflegeöl. Das ist auch richtig gut. Das kann ich euch irgendwann mal ein bisschen näher zeigen. Das ist auch richtig gut. Hat also nur super Inhaltsstoffe. Ja, hier dann schon meine Klamotten. Dann muss ich gleich noch dran denken. Ich drehe euch mal wieder um. Ja, Unterwäsche habe ich auch schon eingepackt. Dann muss ich natürlich dran denken, die Badetasche noch. Dann Schuhe brauche ich natürlich noch, die müssen noch mit. Ich nehme ein paar feste Schuhe mit. Jetzt überlege ich gerade, ich glaube, das mache ich auch, dass ich eine Jeanshose mir mal einpacke mit ein, zwei Oberteilen und was Hellem. Ich glaube, was Weißes, das mache ich noch, packe ich noch schnell ein. Falls mal kälter ist, und ein Strickjäckchen. Ich meine, im Notfall hat meine Mutter ja im vollen Kleiderschrank da und wenn es da mal kälter wird, könnte ich mir auch von ihr was holen. Hose wird ein bisschen knapp, die ist ja ein bisschen kleiner wie ich, aber so ein Strickjäckchen oder so, die passen mir ja meistens auch. Ja, und dann geht es gleich runter und da wird unten weitergepackt. Da habe ich hier noch gerade die Geschenke draufgelegt. Das ist noch von der Taufe von der Tochter von meiner Cousine, wo ich nicht hingehen konnte, weil es mir so schlecht damals ging, wo ich so einen Schub hatte. Und diesen Schwindel hatte ich doch da, diesen Lagerungsschwindel. Ich habe übrigens immer noch viel mit Schwindel zu tun. Aber es ist mir gerade was eingefallen hier. Ich hatte nämlich jetzt noch mal eine Nachricht bekommen von einigen von euch, was ich für Produkte von Chlorophyll einnehme. Und wurde auch nochmal nach einem Rabattcode gefragt. Und ihr wisst ja, mein Rabattcode Andrea ist immer gültig. Da gibt es immer 20%. Aber ich habe jetzt gehört, hier bin ich. Ich habe jetzt gehört, dass es höchstwahrscheinlich nächstes oder übernächstes Wochenende nochmal 2-3 Tage einen Code gibt. Und zwar ein Sommerspezial. Da gibt es bei Chlorophyll, gibt es dann 20%. Die gibt es bei mir ja eh. Und ich habe die jetzt angefragt, und das müssen die aber jetzt klären, das konnten sie jetzt nicht schnell nicht, ob ich vielleicht dann nochmal 5% on top bekomme. Da bekomme ich nächste Woche Bescheid, Montag oder Dienstag. Ich schreibe das mal unten in die Videobeschreibung. Aber es könnte durchaus sein, dass es jetzt nochmal 5% on top nächstes Wochenende gibt. Ich plane das Video hier am Freitag hochzuladen. Das wird ja perfekt passen. Dann hättet ihr vielleicht Zeit, 2 Tage 25% zu bekommen. Sollte ich das hinkriegen, das weiß ich jetzt noch nicht, dann schreibe ich es unten in die Videobeschreibung. Ich habe hier übrigens ein Foto, das war am Anfang von Leas Social Media Karriere. Da waren wir mal in Berlin eingeladen von Aaron Droschke. Und zwar zu den, wie hieß denn das nochmal, diese Beauty-Messe da. Das habe ich gerade vergessen, ich schreibe es rein, wenn es mir einfällt. Und hier, das ist da, das war, gehörte eigentlich da oben hin, das Foto, das bin ich. Da bin ich noch ganz jung und mit den Pferden. Ich war so ein Pferdemädchen früher. Und das haben wir gemacht damals, als wir in Berlin waren, wo Lea auch dann auf der Fashion Week gelaufen ist und ihr erstes großes Fantreffen da hatte. Das war auch richtig toll. So, jetzt geht's hier weiter. Hier steht schon mein Mambo Touch mit den kleinen Zubehör. Das ganze große hier lasse ich jetzt alles zu Hause. Das brauche ich nicht. Hier, das gehört noch dazu, das nehme ich mit. Also ich denke, dass ich das nicht brauche, wenn doch, ich muss ja eh alle paar Tage mal die Katzen füttern oder so, dann kann ich das noch holen. Dann muss auf jeden Fall mit meinem Joghurtmaker, wir machen ja unseren Joghurt selber. Ich gehe mal gerade dahin. So, ein Glas haben wir da, die anderen sind alle noch voll, die muss ich aus dem Kühlschrank später mitnehmen. Ja, und dann geht es hier erstmal weiter. Das muss mein Schachtelheim-Tee. Ja, das wäre besser, wenn das jetzt ein zunes Behälter wäre, wo kein Licht reinkommt. Ich habe es ja immer hier unten im Schrank stehen, da ist das nicht so schlimm. Muss ich mal gucken, ob ich da Platz im Schrank für finde. Genauso wie mit meinen Leinsachen, die kommen mit. Dann habe ich hier für meine Körnerstangen und noch so zum Essen, wie heißen die nochmal, Kürbiskerne, die müssen auch mit. Dann nehme ich ein Päckchen rote Linsen mit, den Agavendicksaft,
Flohsamen. Und mein Brennnesseltier, den lasse ich hier. Den brauche ich an der gestrengten Schachtel halt. So, achso, dann habe ich hier schon rausgelegt Backpulver. Also das ist hier Backpulver Bio aus mit Weinstein. Also, und dann habe ich mir hier, was auch unbedingt natürlich schmecken muss, meinen Tee, der leider nicht gut schmeckt, aber sehr gut ist. Dann habe ich mir ein bisschen Salz hier abgefüllt, Himalaya-Salz, ein bisschen Natron. Da kaufe ich mir dann noch ein neues Paket und mein großes Glas lasse ich hier. Dann nehme ich Zeolit mit, das muss mit. Ja, und dann geht es hier weiter. Dann nehme ich noch, das will ich nicht alles neu kaufen, Maismehl und Kichererbsenmehl nehme ich noch mit. Und dann werde ich auch noch mitnehmen hier aus meiner Kiste, was ich mir aus Deutschland schicken lassen habe. Einmal Buchweizen. Ja, und einmal auch Buchweizenmehl. Mal gucken, ob ich damit was mache. Ich habe ja da einiges vor. Hoffentlich komme ich auch dazu. Die anderen Sachen lasse ich erstmal hier. Wie gesagt, ich komme ja immer noch mal hier hin im Notfall, weil wir alle paar Tage ja die Katzen füttern müssen. Airfryer brauche ich keinen mitnehmen, ist einer da, es sei denn, wir kommen in Besuch, dass wir mehr Leute sind, dann kann ich die Tage ja noch einen zweiten mit runternehmen. Ja. So, muss sonst noch was mit? Ah ja, mein Bretti Pure muss mit. Da habe ich oben noch einen Ersatz, aber das ist noch ganz, also überall voll. Das könnte fast die 3 Wochen reichen, das reicht immer so einen Monat. Ja, und dann geht es später auch so ein bisschen. Dann habe ich noch ein paar Zitronen hier, aber ich habe das Obst schon richtig gut eingekauft, damit ich nicht so viel mitschleppen muss. Obst, und ich gehe dann heute Nachmittag, gehen wir noch kurz einkaufen, ein paar Kleinigkeiten. Eine Kiwi noch, die anderen habe ich heute Morgen noch gegessen. Im Kühlschrank ist die jetzt noch ein bisschen, da ist noch ein bisschen mehr drin. Dann habe ich noch hier Äpfel, Zucchini, noch eine Tomate, auch nicht mehr so viel, also wir haben gut reduziert schon, dann unser Joghurt, noch ein Salat, Quark habe ich hier drin, Marmelade, Zwiebel, dann nehme ich auch noch hier Tomatenmark nehme ich noch mit, dann, was natürlich nicht fehlen darf, meine selbstgemachte Gemüsebrühpaste, ja, das packe ich alles aber gleich ein, das muss ja gekühlt werden. Ja, also mich stresst das schon. Also ihr seht, ich habe einiges zu packen hier. Ja, und das muss ja alles jetzt irgendwie meinen Kisten und dann gleich ins Auto gepackt werden. Habe ich jetzt schon eigentlich das Schnäuzchen voll. Also es ist nicht so, dass man sagt, wir packen mal ein kleines Kaffeechen und fahren Urlaub. So einen richtigen Urlaub, da hätte ich auch mal richtig Bock zu. Also einfach mal raus, ein paar Tage nichts machen, sich bedienen lassen und nicht alles mitschleppen, auch nicht arbeiten. Carsten muss jetzt auch sein Notebook, ich meine, die großen Bildschirme kann er ja schlecht mitnehmen. Sein Notebook einpacken, seine ganzen Festplatten, der auch so viel zu packen. Mir ist jetzt eingefallen, ich möchte noch gern ein, zwei bessere, schönere Kleider, wie diese Hängerchen, die ich immer anhabe. Falls wir mal irgendwie uns mit jemandem treffen oder irgendeinen Termin haben, nehme ich noch 2 ein bisschen bessere Kleider mit. Ja, und dann hoffe ich, dass ich an alles gedacht habe. Ist ja Gott sei Dank nur eine halbe Stunde von uns entfernt. Wenn was fehlt, könnte man ja nochmal nach Hause fahren. Wir fahren auch mit 2 Autos, weil in ein Auto kriegen wir den ganzen Kram nicht rein. Ach ja, unser Bettzeug nehme ich auch mit. Ich habe gestern unsere Betten frisch bezogen. Und dann werden wir dann Kissen und unser Plümo alles so mitnehmen. Dann brauchen wir von da nichts benutzen. Ich habe ja auch passend dazu mir ein Spannbettlaken eingepackt, dann haben wir das auch alles dabei. Brauche ich da keine Betten groß beziehen, nur das Laken drauf machen. Ja, ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Ich packe jetzt mal das Auto und dann melde ich mich nochmal, wenn es losgeht. Ohne Witz, jetzt 5 Stunden später, Auto, Carstens Auto vollgepackt, Rücksitz auch. Und dann haben wir hier noch ein Auto, das sieht aus wie Sau, weil es hat vorgestern, seitdem habe ich das Auto nicht bewegt, das ist von der Oma und dem Opa, wo der Opa im Krankenhaus ist. Da haben wir jetzt auch Sachen drin, das Auto hatte ich noch hier oben und Rücksitz auch und so weiter. Kühltasche, wir mussten noch alles im Kühlschrank einpacken und jetzt geht's endlich los. Wir sind angekommen, haben die Kühlware schon reingetan, jetzt sind wir ganz schlau, Leute, guckt mal.
Und schon vom Carsten ist ganz schlau, immer schlau. So wird ein Schuh drauf. Und jetzt werden wir die ganzen Sachen hier durchs Fenster rein. Das ist noch das Auto ist halb voll, das ist noch schon die Hälfte drin. Also. Wir richten uns jetzt hier ein bisschen ein. Carsten ist gerade hier seinen neuen Arbeitsplatz für die nächsten 3 Wochen am Aufbau. Naja, der ist ja hier und im Wintergarten und draußen vorm Pool. Also 3 Arbeitsplätze. Je nach Lust und Tagesform. Naja. So Leute, ich bin fix und fertig. Also ich will meine Küche einrichten und die Klamotten lasse ich alle im Wäschekorb. Da leben wir jetzt erstmal so im Wäschekorb. Ja, ich habe noch viel mehr eingepackt eben von zu Hause. Ich habe noch Quinoa mitgenommen, falls ich was mit Quinoa machen möchte. Dann ein paar Nüsse, so ein paar Sachen mehr. Das will ich jetzt alles mal verräumen. Dann hatten wir hier schon, hat der Carsten gestern schon gekauft, schon hier gelassen. 2x Haferflocken. Guck mal, die sind sogar von Brüggen aus Deutschland hier in Spanien. Ja, und dann muss ich gleich mal gucken und Platz finden hier für meinen. Hier habe ich noch Eier, Campo-Eier. Ja. Ach so, ja, dann habe ich mir noch gemahlene Haferflocken mit eingepackt. Der Carsten hat noch was dazu getan für sich: Blütenhonig. Der ist auch aus Deutschland, aber den hat er im deutschen Supermarkt gekauft. 4,99 €. Was kostet der bei euch? Würde mich mal interessieren. Der ist von gut und günstig. Ja. Okay. Ja, jetzt muss ich wirklich mal gucken, wo ich einen Platz für meinen Mambo-Touch finde. Da bin ich auf jeden Fall. Ich glaube, den stelle ich da hinten hin. Meine Eltern haben hier einen stehen von Lidl, so ein Monsieur Cousin. Den habe ich auch schon benutzt, als ich letztes Jahr hier war. Aber ich finde den Mambo-Touch viel besser. Deshalb habe ich ihn noch jetzt mitgebracht. Ah ja, einen Airfryer haben meine Eltern hier. Ja, dann habe ich hier noch eine Tasche mit jede Menge Zeug drin. Noch eine leere Wasserflasche, noch angefangene Nüsse von Carsten, eine Glasflasche, dann hier von Carsten so eine Thermoflasche, wo dann kaltes Wasser mitnimmt, wenn wir unterwegs sind. Naja, ich würde mich jetzt hier auf jeden Fall mal einrichten. Ich habe mich jetzt schon ganz gut hier eingerichtet. Da ist übrigens dieses Gerät von meinen Eltern. So, dann habe ich jetzt hier noch Obst ein bisschen drin und eine Zucchini. Das liegt jetzt da im Natronbad. Da muss ich immer mal ein bisschen wieder hier runterdrücken. Ich muss mal gucken, meine Eltern haben, glaube ich, ein Spülschiss, wie ich da draufstellen kann, dass das auch immer schön unter Wasser bleibt. So, zu Hause stelle ich da immer was drauf. Ja, dann da steht mein Natron. Da kaufe ich auch gleich noch neues Wasser. Ja, und dann habe ich hier meinen Blog. Da trage ich immer für euch alles ein, wenn ich neue Rezepte oder was ausprobiere. Schreibt das mit. Dann mein Mambo Touch, dann hier die eine Kiwi, die ich noch zu Hause hatte. Naja, und dann dieses Pretty Pure. Da steht jetzt von mir ein angefangenes und ein neues. Ich habe doch noch ein neues mitgenommen, falls nicht reicht. Und dann steht noch eins von meiner Mutter hier. Da habe ich schon gedacht, ob sie das vergessen hat. Aber die hat sich jetzt diese kleinen Tütchen mit Kollagenpulver gekauft. Die hat euch auch mal gezeigt, die hat die mitgenommen. Ja, und dann habe ich jetzt hier auf dem Tisch, habe ich jetzt den Joghurtmaker noch stehen, da fehlt der Deckel noch, ja, und dann Carstens Joghurt, so, da, wir sitzen da sowieso, die Tasche kommt natürlich noch weg, und unterm Tisch habe ich jetzt noch die Kiste mit jede Menge Sachen, da habe ich natürlich keinen Platz, weil natürlich meine Eltern ja sonst hier wohnen und die Schränke natürlich voll sind. Ja, aber gut, so habe ich mich jetzt eingerichtet und habe jetzt hier eine schöne Küche zum Arbeiten für die nächsten 3 Wochen. So, jetzt waren wir schnell einkaufen, ich habe ganz vergessen, euch mitzunehmen, ich habe vergessen zu filmen. Ja, das Auto noch schnell abgespritzt, das war ja so dreckig von, das war der Hauptgrund, warum wir losgefahren sind, das Auto abspritzen, waschen. Und jetzt haben wir noch eine riesige Melone gekauft und ein paar Champignons, Bananen, die habe ich gerade auch schon gewaschen. Dann habe ich hier noch ganz viele Nektarinen, die muss ich aber noch waschen. Und dann waren wir beim Metzger, haben uns da ein bisschen, haben eine Putenbrust in so Filet schneiden lassen. Ja, und jetzt werde ich das verräumen. Apfelsaft und so einen 100%igen anderen Saft, eine Gurke und Eisbergsalat. So, und dann werden wir jetzt uns gleich was zu essen machen. Dann ist wirklich Feierabend, ich kann schon nicht mehr. Ja, wir waren noch gar nicht draußen, außer immer rein und raus, aber noch nicht hinten am Pool. Carsten kann gleich mal draußen den Tisch abputzen und dann können wir da nämlich später essen. So, jetzt gibt es bei uns Essen. Carsten hat Hunger, hat schon mal so einen Teller. Ja. Ich filme jetzt leider gegen das Licht. Also es gibt Quark, Salat,
Hähnchenbrust, Kartoffeln aus dem Airfryer, Gemüse aus dem Airfryer. Ja, und da hinten geht jetzt gleich die Sonne unter. Wir haben jetzt die Küche aufgeräumt und Betten alles fertig gemacht. Wir sind also jetzt fix und fertig, haben den Pool aufgemacht. Wir werden jetzt gleich nochmal kurz im Pool gehen, uns einmal kurz abkühlen. Also ich werde da jetzt nicht groß schwimmen oder so, nur einmal eine kurze Abkühlung. Und dann werde ich auch gleich ins Bett gehen. Ich bin hundemüde. Morgen geht es nämlich für mich mit der Oma ins Krankenhaus. Morgen hat der Opa Geburtstag. Carsten hat hier, ich weiß nicht, ob er es hört, der hat hier gerade Fußball laufen. Heute spielt Deutschland gegen Dänemark. Richtig, Schatz? Mhm. Ja, der hat jetzt das iPad mit rausgenommen. 0-0. 0-0 steht es. Minute wie viel, Schatz? 34, gleich 35. Ja, also. Naja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video bitte einen dicken Daumen nach oben. Schreibt uns gerne die Kommentare. Ich versuche wieder wie immer jeden einzelnen Kommentar zu beantworten. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keins unserer Videos mehr verpasst. Also macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.